Sehr geehrte Damen und Herren, diese Woche tagte der Europäische Rat in Brüssel. Dabei berieten die 28 Staats- und Regierungschefs der EU auch über das Thema Migration und Flucht nach Europa. Bislang hat die deutsche Regierung wenig bis nichts zur Eindämmung der Masseneinwanderung nach Europa beigetragen. Stattdessen wurden kritische Bürger als Undemokraten diffamiert. Welch eine Schande! Die zumindest vorübergehende Schließung der Balkanroute verdanken wir nicht Deutschland, sondern dem bitterarmen Nicht-EU-Staat Mazedonien. Angela Merkel hingegen hat sich erpressbar gemacht. Unterdessen aber haben sich die Fluchtrouten wieder auf das zentrale Mittelmeer verlagert. Dabei agiert die EU-Grenzagentur Frontex im Rahmen ihrer Operation Triton unfreiwillig als Fluchthelfer. Denn die Schlepper und Schleuser und auch die Migranten aus Afrika wissen ganz genau, dass sie von Frontex im Zweifel gerettet werden und spekulieren darauf. Aus diesem Grund brauchen wir endlich Schutzzonen in Drittstaaten. In diese Schutzzonen müssen in Seenot befindliche oder illegal in die EU gekommene Asylsuchende verbracht werden. Diese Schutzzonen sollten idealerweise in nordafrikanischen Ländern oder im Nahen Osten eingerichtet werden. Von dort aus könnten Asylsuchende ihre Anträge in die EU-Länder stellen. Illegal nach Europa eingereiste Personen werden dann in diese Schutzzonen verbracht. Dies würde Menschenleben retten und legt Schleusern und Schleppern das Handwerk. Wir von den liberal-konservativen Reformern fordern Schutzzonen schon seit mehr als einem Jahr. Dass unsere Forderung richtig ist, zeigt sich an der zunehmenden Zahl von Politikern, die sich dieser Forderung anschließen, etwa dem österreichischen Außenminister Sebastian Kurz. Der Europäische Rat sollte endlich unsere Forderung aufgreifen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.